Hallo und willkommen zu einer neuen Folge bei unserer Familie Fox. Wir sind gerade mit der Valencia zur Schule gegangen. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Oh, schau mal, du musst doch Teenager kennenlernen, oder? Nein. Aber Ärger einhandeln müssen wir und zu einer Party schleichen. Okay, also werden wir den Unterricht heute wohl schwänzen. Das wird sich. Ja, du bist sowieso eine Einserschülerin, weil du ein, zweimal alleine in der Schule warst. Dann ist es nicht so schlimm, wenn wir heute schwänzen. Gehst du dann noch aufs Klo? Essen können wir auch bestellen. Ja, du hast Hunger. Nimm dir ein großes Mittagsmenü, Valencia. Was ist denn los? Ach, die Toilette ist kaputt gegangen. Ja, ist nicht so tragisch. Hallo, ich hätte gerne ein Mittagsmenü, auch wenn es erst morgen ist. Dankeschön. Oh, da ist jemand traurig. Oh, hier ist jemand schon sehr fleißig bei den Hausaufgaben, wie es ausschaut. Ja, wir essen erstmal. So, der Unterricht geht auch gleich los. Ach, heute ist eine Prüfung. Oh je. Nein, wir werden schwänzen. Wir haben noch Zeit, die Note wieder rauszuholen. Müssen wir schauen, wo die Direktorin jetzt so hingeht? Sie ist auf dem Klo. Sitz mal hier. Da. Jetzt kriegt sie noch keinen Ärger. Aber ab jetzt, theoretisch. Wo geht denn die jetzt hin? Da, sie geht jetzt durch die Cafeteria. Geh mal hier hin. Kriegen wir jetzt Ärger? Hier hingehen. Ja, es ist traurig, weil ich den Feiertag heute weggeklickt habe. Hier hingehen. Da, sie hat uns gesehen, oder nicht? Ja, gehen wir wieder auf die Couch hier. Und? Frau Direktorin, wollen Sie mit uns schimpfen? Was fällt dir ein? Warum bist du nicht im Unterricht? Nein, bitte bestrafen Sie uns nicht. Doch, bitte. Ja. Ich möchte keine Entschuldigung hören, Valencia. Du bist nicht im Unterricht, also wirst du bestraft. Nachsitzen. Cool, wir haben Ärger eingehandelt. Oh, Gefühle halten. Wie soll ich dir vertrauen, wenn du dich so verdächtig verhältst? Verdächtig? Wieso sind wir verdächtig? Hallo? Oh. Ja, die Prüfung hast du verpasst, Valencia. Ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt endlich das hier erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch zu einer Party schleichen. Am Wochenende ist doch der Ball. Können wir uns da wegschleichen? Wir müssen aber vielleicht Hausarrest bekommen. Dann lassen wir Valencia Unfug machen. Freundlich zu einem Schüler sein, wenn wir wieder zu Hause sind. Und wenn wir dann morgen gefragt werden, schleichen wir uns raus. Freundlich vorstellen. Ja, sie muss freundlich sein. Stell dich mal vor. Oh, der Lehrer hier. Ich bin die Valencia, ich bin traurig. Was hast du denn für ein Gefühl? Erwischt, weil vom Schulpersonal erwischt wurde. Vielleicht sollte Valencia beim nächsten Mal ein wenig vorsichtiger sein, wenn sie Dummheiten anstellt. Tja, aber das war unser Bestreben. Wo bist du hin? Ach hier, ihr redet hier. Ja gut, dann können wir sie jetzt ja für die Prüfung lernen lassen. Dass sie wenigstens, ja, die zweite Hälfte schafft. Selbstironisch scherzen. Umarmen? Was passiert da? Da war so ein komisches Zeichen. Die sind ja befreundet. Was war das für ein Zeichen? Hier, dieses Herz und der Blitz, Geheimnis enthüllen. Was ist das für ein Gefühl? Wegen der Verehrung vielleicht. Ah nein, eher charmant. Der Charakter und die Stimmung von Andrew scheinen ziemlich kompatibel mit dem Vorlieben von Valencia zu sein. Ach, deswegen. Die verstehen sich einfach so gut. Die hier sieht ein bisschen grimmiger aus. Hier, die kennst du noch nicht. Da kannst du dich auch vorstellen, oder? Kennst du die? Nein, lustig vorstellen. Ja, die Mittagspause ist gleich vorbei. Ja, jetzt müssen wir wieder in den Unterricht gehen. Valencia nimmt diesmal teil. Wir müssen nachsitzen. Nach der Schule, die Arme. Prüfung machen. Ja, mal sehen, wie das ausgeht. Unsere Valencia macht Prüfung. Valencia, bist du schon fertig? Nein, du gehst nicht duschen. Hallo? Prüfung machen, Valencia. Aber los. Ein schwieriges Problem, die klassische Mathefrage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit einem Würfel eine bestimmte Zahl zu würfeln? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, in Prozent dreimal hintereinander die gleiche Zahl zu würfeln und fünfmal auf Logikfähigkeit verlassen oder improvisieren? Nö, verlasse ich auf die Logik.
Valencia hatte nicht so viel Ahnung von dem Thema, wie sie eigentlich dachte und stotterte beim Antworten ziemlich herum. Geringer Vorteil bei Prüfungen basierend auf Fähigkeit. Oje. Du kannst nicht duschen gehen, du musst ja die Strafe antreten, Valencia. Ich weiß, du fühlst dich ausgetrocknet. Oh, der Lehrer hat geflirtet mit unserem Lehrer. Oh. Gehen jetzt ein Techtelmechtel machen, Leute. Ja, während Valencia hier nachsitzen muss, das finde ich lustig. Wir kommen mit, wir wollen wissen, was die beiden machen. Tja, sie gehen nach unten. Sie sind wohl ein Liebespaar. Tatsächlich, unsere Lehrer hier. Ui. Sehr interessant. Mhm. Finde ich lustig, dass die Lehrer, ja, untereinander sowas machen. Hey, das könnte lustig werden. Andrew McKinney möchte mit Valencia auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist sie damit einverstanden? Ja, aber wir werden Hausarrest kriegen, ja. Oh, hier geht's heiß zu bei den beiden. Ui, sogar ein Feuerwerk. Ich finde das lustig. Einfach die Lehrer hier. Oh, ihr seid ein schönes Paar, ja zwei. Beide den gleichen Pulli. Andrew, schön, dass du hier bist. Nach Computerteam fragen. Der ist im Computerteam. Ah, er ist sehr angetan von seinen Computersachen. Nein, du kriegst keinen Ball mit der Direktorin. Oh, hast du Lust, deine Fähigkeiten im Hacken, Programmieren zu verbessern? Schließe dich unserem Team an, um nach der Schule in die Welt des Programmierens einzutauchen. Du kannst außerdem eine Wissenschaftsmesse anfragen, wo wir uns beim öffentlichen Game Jam messen können. Stelle nur sicher, dass du deine Programmierfähigkeit verbesserst, um dein Team würdig zu vertreten. Du kannst dazu die Computer im Keller zwischen den Unterrichtsstunden nutzen. Treffen wir uns dort? Ah, okay, das ist sehr interessant. Aber wir können, glaube ich, gar nicht programmieren. Na gut, dann gehen wir wieder nach Hause mit der Valencia. Dann schicken wir unsere Valencia gleich baden, bevor sie uns hier anfängt zu stinken. Knur soll man Staub saugen. Und wie geht's der Enya? Nicht so gut. Du musst aufs Klo. Ja, die Omi ist doch hier in der Nähe. Vielleicht mach mal die Omi beibringen, aufs Töpfern zu gehen. Die Mama ist nämlich noch am Arbeiten und der Papa macht gerade Haushalt. No. Kriegst bald ein kleines Geschwisterchen, sogar zwei Enya. Jo. Oh, Oma kümmert sich gleich um dich. So, Kenua, der Bart steht ihm gut. Oh, neue Familiendynamik, streng. Zwischen Nalani und Enya scheinen gewisse Regeln zu gelten, da der Jüngere Sim dem älteren Familienmitglied tiefen Respekt entgegenbringt und häufig die hohen Erwartungen des älteren Familienmitgliedes erfüllt. Bei Familienmitgliedern mit einer strengen Familiendynamik bittet der ältere Sim den jüngeren Sim darum, Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel häufiger zu putzen, und der jüngere Sim vermeidet es in der Regel zu rebellieren, obwohl beide insgesamt gestresster sein können. Ja, die Omi ist ja allgemein so ein bisschen strenger. So, mir war gerade das Spiel abgestürzt, weil ich da am Bilderraum rumgefummelt habe. Das muss ich am anderen Computer ändern. Ich weiß nicht wieso, dass es hier immer abstürzt. Ich muss hier mal Spiel reparieren und so weiter und so fort. Liegt aber nicht an den Mods, weil ich sie letztens draußen hatte und da war es auch so, weil ich was getestet habe. Und wir kriegen noch eine Familiendynamik. Schwierig. Ich habe nämlich gerade Valencia gesagt, sie soll mit Papa streiten, weil ich will, dass sie Hausarrest kriegt, damit wir dann uns wegschleichen können. Einige Sims scheinen einfach nicht miteinander klarzukommen. Jedes Gespräch und jede Interaktion hat das Potenzial, unangenehm zu werden. Und dies ist bei Valencia und Knoa der Fall. Familienmitglieder mit der Familiendynamik schwierig sind häufiger gemein zueinander, begegnen sich mit Verbitterung und lehnen Höflichkeitsbesuche ab. Würdest du sagen, dass die Familiendynamik zwischen Valencia und Kenua schwierig ist? Naja, gleich schwierig würde ich sie nicht einstufen. Nein, das finde ich nicht. Weil, ja, die halten schon zusammen. Ja, dann musst du sie jetzt mal hier erziehen, Maßregeln, bestrafen. Bestrafen, weil gemein ist. Ja, sie hat halt eine Teenager-Phase. Mädel, du kriegst jetzt eine Strafe. Ja. Und zwar kriegst du keine Freunde. Vielleicht machen wir beide. Sie kann ja nochmal gemeint sein. Kann sie dann nochmal bestraft werden? Ja, Töpfernfähigkeit hat die Enya. Okay, dann tu hier nochmal gemeint sein. Streiten. Anbrüllen. Können wir, wo gehst du hin? Valencia will dich anbrüllen. Na gut. Dann wird halt der OP angebrüllt. Gemein oder streiten. Anbrüllen.
Vielleicht hat der Opi das mitgekriegt und jetzt will sie, dass er sich nicht einmischt oder so. Oh. Ja, wir maßregeln sie jetzt. Bestrafen. Bestrafen, weil gemein ist. Es kann aber sein, dass es dann nicht reicht bis morgen Abend. Da müssen wir morgen nochmal Hausarrest kriegen. Ja, du kriegst jetzt hier auch eine Strafe von mir, Valencia. Und zwar kriegst du Hausarrest. So, jetzt haben wir Hausarrest. Wunderbar. Kannst du ja noch aufs Klo gehen, Luschen. Wie geht's denn der Enya? Oh, nicht so gut. Du hast Hunger. Ja, Moment. Und stinke tust du auch. Wir haben hier doch bestimmt was zu essen. Ja, sag mal dem Papa, dass du essen willst, Enya. Und du lass die Valencia, die ist angespannt. Sie braucht ein bisschen Spaß. Kannst dir ja einen Film ansehen. Was passiert, wenn wir über Sozialhassel mit Freunden schreiben? Kriegen wir dann Ärger? Neue Post. Abschlussprüfung. Kannst dir sagen, dass du durchgefallen bist. So. Das ganze Geräusch hat mich abgelenkt. Ein Niesen hat mich alle Antworten vergessen lassen. Totales Desaster. Dann über Leidenschaft für Partys. Energiegeladen. Das geht irgendwie nicht. Über Essen. Irgendwie ist hier etwas verbuggt. Okay, mehr geht wohl nicht. So, wir haben mal mit Freunden geschrieben. Aber da ist nichts passiert. Wahrscheinlich muss sie da schon die treffen. Kriegt die Enya jetzt Essen? Nein. Oh je, Knorr muss dringend aufs Klo. Ja, komm, dann gehst du hier aufs Klo. Dann stellen wir halt Valencia Essen hier raus. Da muss sie selber holen. Haben wir noch was zu essen? Nein. Ja, dann wird der Opa jetzt wohl schnell noch Essen kochen. Was wollen wir denn kochen? Buttergnocchi. Ja, ja, wir machen wieder mal Nudeln. Valencia kann ja schon mal... Valencia. Die Enya kann schon mal hier hingehen. Dann gibt's gleich Essen. Knorr ist auf dem Klo, sehr schön. Wenn du das gemacht hast, musst du hier dringend in der Dusche singen. Und dann brauchst du ein bisschen hier Interaktion mit Menschen. Kannst du mit dem Erwin ein bisschen reden, so. Oh, die Mama versucht mit Valencia zu reden. Das ist schön. Ah, der Erwin redet auch mit dem Lucien. Ja, Opa macht schönes Essen. Ach, er hilft. Das ist ja nett. Dankeschön. Hat er das gewürzt? Schaffst du es, Enya? Wo ist sie? Ah, hier. Oje, Clover ist am Verhungern. Hier ist doch Essen, Clover. So, Enya, jetzt ist dein Essen fertig. Da, jetzt kannst du dir ein Gericht nehmen. So, Valencia auch. Der Knorr hat auch Hunger. Ja, es sind eigentlich alle hungrig. Debbie ist wieder da. Sie hat gute Arbeit geleistet. Der erste Tag. Ich würde gerne mit ihr dann auch mal zur Arbeit mitgehen. Oje, aber sie braucht jetzt erstmal ein Nickerchen. Schaffst du es hier noch auf die Couch und da ein Nickerchen zu machen? Wahrscheinlich nicht. Molly, wie wär's mit einer Verabredung? Das ist eine ehemalige Mitschülerin von uns. Die will auf ein Date mit Debbie? Nein, das können wir nicht bringen. Oh, es tut uns leid. So, Annie wird danach auch gebadet, wenn sie gegessen hat. Ja, Kenua, nimm dir doch erstmal auch mal was zu essen. Ja, du musst hier dringend die Kleine baden. Lucien, so. Bad mal unsere kleine Maus. Omi muss aufs Klo. Ja, Omi geht aufs Klo. Sehr schön. Oh, schon wieder streng zwischen Enya und Lucien. Nein, der Opi ist nicht streng. Valencia müsste auch mal aufs Klo. Aber du kannst Hausaufgaben machen, weil du heute etwas schlechtere Noten bekommen hast. Und in Tagebuch schreiben könntest du auch machen. So, da hast du ein bisschen zu tun. Wir stellen das Essen mal hier rein und am besten kocht dann der Knorr noch ein bisschen vor. Gedünsteter Fisch. Noch was Gesundes. Damit wir genug Essen haben für Enya und so. Dass sie da essen kann, wenn sie sehr hungrig ist. Ja, läuft's ja beim Baden. Sehr schön. Oh, wie niedlich. Wow. Nalani findet das auch ganz wunderbar. Und bisher hat niemand Valencia eingeladen. Das ist etwas doof. Oh, und wir sind auch krank? Nein, sind wir nicht. Wer ist hier an der Tür? So ein komischer Mensch, den kennen wir nicht. Nein. Wir machen hier auch nicht die Tür auf.
Kochen ist appetitlich. Die Pfannkuchen werden gewendet, die Soße wird flott umgerührt. Quinoa ist in seinem Element. Wird er die Gelegenheit beim Shop verpacken und sich eingestehen, dass er kochen mag? Ja, du darfst kochen natürlich mögen. Das passt zu dir. So, was macht denn die Debbie? Ja, sie könnte auch ein bisschen Zuwendung vertragen. Mach mal hier Zessel. Meschel, jetzt kann nichts mehr passieren. Wir sind ja eh schon schwanger. Du kümmerst dich hier um Enya? Wie geht's denn der Enya eigentlich? Sie könnte Spaß gebrauchen. Willst du vielleicht hier mit ihr spielen? Freundlich spielen. Na, Oma? Willst du nicht? Sie geht jetzt sonst wohin? Will sie etwa auf die andere Hausseite? Nein, das geht ja gar nicht. Da ist keine Tür. Achso, sie wollte nach Valencia schauen. Okay. Sehr schön, Valencia hat Hausaufgaben gemacht. Nein, Enya, wir wollen spielen. Spielen. Ja, wir wollen doch jetzt spielen, Enya. Aber die Oma ist irgendwie gerade verbuggt. Na gut, dann frag doch mal. Wir nehmen mal jetzt die Kleine und fragen einen Erwachsenen. Will vielleicht der Opa spielen? Oh, man kann auch Essen ausprobieren. Lied singen. Ja, frag ihn mal. Was ist das für eine Interaktion? Lass den Schrank in Ruhe. Sehr schön. Singst du ein Lied? Ja. Hat nicht so funktioniert. Lied singen nochmal. Singst du jetzt ein Lied mit mir, Opi? Er will nicht so richtig singen. Warum ist es denn heute so verbuggt? Wollen wir spielen? Spiel mit mir. Okay, das funktioniert. Vielleicht muss er die Singfähigkeit haben dafür. Man muss mal die Oma fragen. Die Oma kann gut singen. Ja, oder den Papa. Der Papa ist auch ein sehr guter Sänger. So, Valencia soll dann nachher aufs Klo gehen. Und dann schlafen. Was macht denn die Omi? Hier wieder mit dem Dreck am Schauen. Ui. Aber du musst jetzt mal die kleine Enya noch ins Bett bringen, Lucien. In Schlaf lesen. So. Jetzt gehen wir in die Haya. Und dann lesen wir unsere kleine Enya in den Schlaf. Jo, sie will nicht so recht, hä? Schon fertig? Nein, jetzt geht's los. Ja, und mit dieser schönen Szene beende ich aber auch die heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen mit der Valencia und beim nächsten Mal versuche ich daran zu denken, dass wir hier uns versuchen wegzuschleichen zum Abschlussball, weil die Valencia kriegt dann noch einen Hausarrest. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Da wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!